Moin, seid ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs, begrüße euch mit meinem frisch gemachten Kaffee zurück zu Elden Ring und seht doch, wie schön sich der Abend hier gerade über die Welt legt. Ich muss mir eben schon ein Stückchen nehmen. Oh, und dann kann das doch auch munter weitergehen, oder was? Wir befinden uns immer noch im Krabbenland und machen jetzt hier erstmal munter weiter. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal noch um, was es hier noch so zu entdecken gibt. Da geht es in den Schütz. Ich wollte erstmal so ein bisschen noch wieder ein bisschen leckere Schildkrötenhalsfleisch wollte ich noch ein bisschen haben. Immer gut für so eine kleine zarte Suppe. Und dann gucken wir mal. Da hinten sehe ich schon wieder irgendwas leuchten. Da ist noch eine dicke Krabbe. Vor Krabben habe ich ja jetzt nicht mehr so viel Angst, aber da können durchaus noch mehr Krabben sein, weil die sich teilweise auch aus dem Boden dann herausstellen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken uns erstmal um, was hier noch so geht, ne? Es beginnt zu regnen. Schön, schön. Das Herrliche ist vor allen Dingen auch, ich war gerade schön Kaffee machen und ich wurde nicht invaded oder sowas. Ja, angenehm. Ich gehe mal jetzt vorsichtig in Richtung Mitte dieser Insel. Mal gucken, ob da was ist. Oh, oh mein Gott. Ich kann Vasallen rufen. Das ist, bedeutet nie etwas Gutes. Was ist denn das, Mann? Wollen wir es mal machen? Also ich weiß nicht, was das ist. Das ist wieder, glaube ich, so ein Giftgas-Scheißding. Ich weiß es nicht. Es sieht echt abartig aus. Ja, das ist so ein Giftgas-Ding. Da, guck, das sprüht einfach nur ekelhaftes Giftgedönse. Die Frage ist, wie weit? Wie weit sprüht es das? Und hört es damit auch irgendwann auf? Oh mein Gott. Wir von hinten kommen. Ja, hätte wohl gerne. War jetzt müssen wir nur gucken. Ich kenne ja mein Glück, wenn er dann stirbt. Na doch nicht. Ich dachte, da kommt jetzt nach dem Tod auch noch mal eine Menge raus, aber nee. Ich bin etwas in Sorge, dass ich hier meine Geister rufen kann. Das bedeutet nichts Gutes, Leute. Das bedeutet nichts Gutes. Was haben wir hier? Trinas Lilie. Das sieht mir wichtig aus. Hallo, wollen wir uns eben schnell kennenlernen, dass ich dich umbringen kann, damit ich hier entspannt, ohne Stress weiter die Gegend erkunden kann? Das ist nett von dir. Okay, weiter geht's. Das Geile ist, jetzt sind hier halt auch so Giftviecher und so eine fette Krabbe. Das macht das jetzt nicht unbedingt angenehmer, hier rumzulaufen. Aber wie viel von den Giftviechern hier auch sind. Eklig. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal weiter um. Ich gehe jetzt erstmal in Richtung dieses Gebäudes hier noch. Gucken wir da, was da noch ist. Bist du tot? Ja. Um Gottes Willen, ich hatte gerade Schiss. Nur eben checken, ob hier noch was ist. Dann arbeiten wir uns vorsichtig durch die Giftdinger weiter. Das wird schon passen. Hier ist offensichtlich nichts los. Auch nichts versteckt oder so. Eine Tür, man weiß es ja nie. Was war das? Irgendwas hat hier gerade Geräusche gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier ist aber nix. Jetzt lassen wir den einmal schön Gift wegsprühen. Ah, guck mal, er macht vorne. Trottel. Wenn die einmal Gift gesprüht haben, oh, dann ist man safe. Dann kann man die wegmachen. Okay. Was kommt hier jetzt? Vorsicht vor hoch. Oder die beiden fallen darunter. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Giftleute. Verteilst du generell? Ja, er verteilt generell. Da bleiben wir lieber weg. Bei einer generellen Verteilung, da halte ich dann doch meine Distanz. So, jetzt wird er gleich aber normal giften. Und dann geht es auch schon. Was haben wir hier noch stehen? Vorsicht vor hoch. Zweimal Vorsicht vor hoch. Ja, für mich sieht das da oben sehr schön aus. Aber ich würde sagen, bevor wir auch da weitergehen, erstmal hier den Rest erkunden. Wir sind hier noch nicht durch, ne? Hier kann man ja noch richtig was erleben, sag ich mal.
Wahrscheinlich Freund. Was denn? Ist hier irgendwo jemand oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ich sehe hier niemanden. Für mich sieht das hier alles entspannt und chillig aus. Ich gehe mal weiter durch diesen wunderschönen Sumpf. Preiset Hund. Ah, Hund. Achtung, Hund. Wo sind wir denn auf der Map? Ach, jedes Mal das gleiche. Ich will die Map immer mit dem gleichen Knopf zumachen, wie man sie öffnet. Das geht natürlich nicht. Erstens links. Ah, da. Kampf zu Pferde versuchen. Hier ist irgendwas Ungeiles. Hallo. Wir bleiben erstmal vorsichtig. So allein. Ich bange jetzt schon wieder meine Seelen, ne? Ernsthaft, oder? Hi. Es geht bei dir. Sprühst du oben raus, sprühst du vorne raus. Wo sprühst du? Sprüh mal irgendwie. Ah, geil. Trottel. Sehr schön. Sind das da Gegner oder was sind das für Leute? Die sind da irgendwas am Verbrennen. Vorsicht vor starker Feind. Holy fuck, nein, ernsthaft? Okay, holy shit, holy shit, holy shit. Warte. Was war das? Du solltest... Nein! Oh! Ich habe gerade ein bisschen Trouble, Leute. Oh mein Gott. Das wollte ich machen. Holy fuck! Beine auf die Beine, auf die Beine. Okay, holy shit. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu, wie sagt man, schwach für. Yo, alles klar. Fliegender Drache Agil. Ich glaube, da sind wir auch noch ein bisschen, wie sagt man, zu kacke für. Kann das sein? Könnte sein. Jetzt ist die Sache, Alter, wo sind jetzt meine Seelen? Alter, die sind mitten in dem Kacksumpf. Okay, da ist noch so ein Haus. Ein Sumpf mitten im Gebiet. Scheiße, Mann. Oh, wieder bin ich zu dumm, die Karte zu schließen. Okay, ich versuche jetzt mal meine Seelen wieder zu kriegen, weil das sind immerhin 2000. Das ist am Anfang noch ganz schön viel. Ich glaube aber nicht, dass wir den Drachen schon schaffen. Also das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich glaube nicht daran. Wir gehen mal umgekehrt, würde ich sagen. Wir können ja mal hier rumgehen. Das Blöde ist, ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich echt gebumst. Ich gehe mal hier lang. Weit weg und versuche an meine Seelen zu kommen. Einfach mal den direkten Approach wagen. Seelen holen, wegrennen. Und dann gucken wir mal, was auf der Map noch so zu entdecken ist. Wir werden jetzt erstmal noch den Rest dieser kleinen Semi-Open-World hier entdecken. Merken uns auf jeden Fall auf der Map mal eben gerade, dass wir... War das hier oder wo haben die das verbrannt? Ich glaube, hier war das, ne? Ich mache mal hier so mittig irgendwie hier so. Markierung. Da ist auf jeden Fall ein Endboss. Das können wir uns schon mal merken. Das Material. Oh oh. Ich bin schön in Ruhe, Bruder. Vielleicht nur meine Seelen haben. So meine erste Hoffnung. Das Problem ist, ich greife jetzt von dieser Seite aus an. Das ist wahrscheinlich nicht so clever. Die sehen hier irgendwie auch ein bisschen eklig aus. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal Seelen einsammeln. Was wahrscheinlich misslingt, weil ich dumm bin und von der falschen Seite aus komme. Denn so locke ich auf jeden Fall den Drachen wieder an. Oh oh.
Was bist denn du für ein Ding, Alter? Ist ja ekelhaft. Alles klar. Schön ist das hier. Ich freue mich. Gut umschauen voraus. Darf ich bitte erst meine Seelen einsammeln? Das wäre mir sehr, sehr recht. Danach schaue ich mich gerne gut um. Wir gehen gleich hier hinten nochmal lang, aber ich muss erst die Seelen haben. Ich fühle mich sehr unwohl ohne meine Seelen. Kacke, der fette Drache ist noch da. Der chillt da jetzt rum. Meine Seelen sind auf der anderen Seite. Kacke. Scheiße, ja, der ist gekommen, um zu bleiben, Leute. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit, ich weiß, aber ich will meine Seelen wieder haben. Bin leider doch von der falschen Seite aus los. Aber gut, vielleicht mit etwas Glück. Kann ich hier durch. Vom Drachen verbrannte Ruinen. Können die irgendwas? Das sind doch nur Dullis, oder? Die können nichts. Nee, da können wir so reinmetteln eben. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Hunde! Hunde! Wir sind gebumst! Wir sind gebumst! Oh mein Gott! Wie sieht die doch mal an? Warum visierst du die Hunde nicht an? Ich bin gebumst, ohne Spaß. Ich habe nicht mit den Hunden gerechnet. Oh, kacke. Wechselt meine Seelen. Das war's. Feinste. Das ist jetzt richtig kacke gelaufen. Warum gehe ich so eine Risiken ein, Mann? Warum? So eine Kacke. Na gut, das war dumm. Aber egal, da brauchen wir jetzt unsere Seelen nicht mehr einsammeln. Dann können wir jetzt nämlich in diesem Dorf weitermachen. Ich habe die Hunde nicht gesehen. Ich dachte, da wären nur diese Zombie-Dullis drin. Das wäre ja easy gewesen. Aber nein, da sind noch so eine Hunde natürlich. Natürlich sind da noch Hunde. Ist doch klar, dass da noch Hunde sind. Okay, let's go. Wo sind denn die? Noch mehr Hunde? Ihr macht mir Stress, Leute, ernsthaft. Ihr stresst mich. Nicht, weil ihr so schwer seid, sondern einfach nur die Masse. Die Masse macht's wieder. Da kommt der nächste Hund. Ja. Du bist so flauschig. So ein flauschiger, süßer Hund. So, erstmal meine Seelen einsammeln. Ich glaube, die sind ein bisschen, wie sagt man, die sind, glaube ich, ein bisschen geil auf diesen Drachen. Hund. Hund anvisieren, bitte. Kann das noch angehen hier? War es das denn jetzt mit den Hundis? Moin. Das geht ganz schön weit hier. Die Range von diesem Lido-Angriff ist ziemlich nice. Was haben wir denn hier noch am Stehen? Vorsicht vor Ratte! Ja. Gleich. Goldene Runen 2. Da war ich ein bisschen zu früh offensichtlich. Ein bisschen. Marginal zu früh. Ja, den Drachen werden wir erstmal ignorieren, ne? Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen, wie sagt man, unterlevelt für. Das kommt noch. Wobei, gut, das ist... Das sagt man dann immer so, aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja Leute, die spielen das Ding hier einfach mit einer Suppenkelle durch, ne? Wenn du halt natürlich das Kampfsystem komplett masterst und ausweichen und so weiter, dann geht das. Dann geht das auch so schon. Aber da bin ich halt weit von entfernt, nicht wahr? Weit von entfernt. So, okay, mal gucken, was ist denn das hier? Vorsicht vor Ratte und dann wahrscheinlich Packung. Packung? Ist da unten denn ein Leuchtfeuer? Habe ich da einen... Scheiße.
Verpackung. Ratte voraus. Aber was ist denn das Problem mit Ratten? Oh mein Gott! Das sind sehr viele Ratten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach nur die Menge an Ratten. Die Menge. Eieiei. Okay, das waren Ratten. Nicht zu wenig. Vorsicht vor schwacher Feind. Schwacher Feind. Das ist halt die Menge, die es macht, ne? Okay, sonst noch irgendwas hier? Wo geht das da hin? Da ist eine Tür. Türen sind immer gefährlich. Türen sind immer gefährlich. Ich werde sie jetzt öffnen und dann das Beste hoffen. Falle voraus, am Arsch. Geheimgang voraus. Also das sieht für mich jetzt nicht nach einer Falle aus. Ich mach das jetzt auf. Ich will nicht verarschen hier. Gefangen in einer Transportfalle. Scheiße. Okay, war doch eine Falle. Scheiße, und jetzt? Was passiert jetzt? Bitte, bitte, bitte. Lass meine Seelen sein. Ich bin in eine Transportfalle gelaufen. Dieses Game, Alter. Dieses Game ist halt einfach nur, es ist an jeder Ecke lauert irgendwas. Kristalltunnel von Celia. Ja, wo sind wir denn jetzt? Kann ich hier wieder raus? Gravitationssteinfächer. Gravitationssteinbrocken. Das klingt irgendwie unangenehm, wo auch immer wir jetzt sind. Inventar, was sind denn das für Dinger? Verbraucht FP, erzeugt eine fächerförmige Gravitationsschockwelle. Okay, damit können wir quasi ein bisschen zaubern. Ich bin ja nicht so der Zauberer, ich versuche mal einfach mit meinem Schwert durchzukommen. Ich gehe mal hier in den Ich-kann-blocken-Modus. Seid ihr böse? Seid ihr nett? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber ist schön hier. Ich guck mal, was hier passiert. Scheiße, ist der stabil. Okay. Oh mein Gott, die blocken sogar. Um Gottes Willen. Holy shit, Mann. Ja gut, also hier sollte ich dann doch lieber nett sein. Die Gegner vielleicht nicht anbumsen, das finden die nicht so toll. Es sei denn, ich nehme diesen Zauber, den ich da gefunden habe. Das könnten wir gleich nochmal ausprobieren, aber ich versuche jetzt erstmal lieber doch nicht aggressiv zu sein und da ganz entspannt und liebevoll durchzulaufen. Das wäre, glaube ich, das Cleverste, was wir machen können. Okay. Was steht denn hier auf dem Boden? Ah, stiller Verbündeter. Ah, scheiße, jetzt habe ich so ein Estus getrunken. Stiller Verbündeter? Wären die denn aggro? Also wenn ich hier nur so rumlaufe, scheinen die nichts zu machen. Dann werde ich die einfach mal ignorieren. Die sind hier am Kristalle abernten. Ist auch was Schönes. Sollen die mal machen. Muss hier wohl irgendwie durch. Ja, lass die mal hier die Kristalle abernten, ne? Ich gehe mal so vorsichtig weiter. Solange die da am Arbeiten sind, scheine ich die nicht zu stören. Das ist ja schön. Ich will die auch gar nicht stören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck bist du denn? Ja, geil. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht sehr eklig aus und es tötet einen instant. Nice.
Da musst du nah dran, da kannst du nicht aus Distanz, das geht nicht. Alter, was ist da los mit dem Game? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier gelandet? Und ich muss da wieder raus, ne? Also wir müssen da jetzt irgendwie wieder raus. Schön, schön. Schön, schön, schön. Gut, komm, lad mal nochmal wieder. Versuchen wir es nochmal. Okay, neuer Ansatz. Stiller Verbündeter. Vorsicht vor starker Feind. Ja, das ist mir aufgefallen. Der ist richtig übel. Okay, der ist auch nicht erfreut, wenn wir näher kommen. Cool. Tod, oh Tod. Oh mein Gott. Oh Mann, was mache ich denn wieder für eine Scheiße? Oh mein Gott, da oben ist der Typ. Geh wieder mal ins Haus. Oh Gott, Leute, das hat gar keinen Sinn. Ich hab schon wieder verschissen. Ja, Alter. Absolute Katastrophe. Also da passte einfach gar nichts. Komplette Verwirrung von meiner Seite. Ich habe nur die falschen Knöpfe gedrückt. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich war damit überfordert, dass der Typ sich überhaupt bewegt. Also dass er, ich dachte, das wäre einer von denen, der auch entspannt ist. Aber ist er nicht. Der ist nicht entspannt. Die sind alle nicht entspannt. Also, ja. Kacke, Mann. Komm ich denn hier wieder raus? Ich bin so schwach. Ich krieg nichts kaputt, Alter. Die sind so übel. Ich krieg die nicht weg. Ich krieg die nicht weg. Wo bin ich denn jetzt eigentlich auf der Map? Kann ich hier auch irgendwie raus? Nö. Wir sind ja sonst irgendwo. Kann ich mich zu einem Leuchtfeuer teleportieren? Geht das? Ihr sitzt in der Falle. Ihr könnt erst zu einem anderen Ort der Gnade reisen, wenn ihr an einem rastet. Scheiße, Mann. Ja, geil. Also, ich werde sehr viel sterben, Leute. Ich werde sehr viel sterben. Wir müssen hier irgendwie raus. Und ich weiß noch nicht, wie. Da oben ist halt dieser Käfer. Der beobachtet uns. Alter, wie der da so Hände dran hat. Wie abartig ist das denn? Der einzige Ort, den ich als sicher erachte, ist wirklich hier hinten lang irgendwie. Da kommt man nicht durch. Oder ich schaffe es halt, dass der Typ mich nicht sieht. Oh, jetzt ist der Aggro, oder? Ja, schade. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Vielleicht, wenn ich schnell renne. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal. Okay, wir sind ein Stück vorangekommen. Das ist ein Ort der Rast. Geilo. Es werde Trauer. Ort der Gnade, meine ich. Ort der Rast. Das läuft bei mir, Alter. Du hast ein Ort der Rast. Alter, was ist da nur los in diesem Game? Aber es ist geil. Es ist halt geil. Aber du musst halt wirklich vollendes Fett. Du musst halt frustresistent sein. Lügner voraus. Wir könnten jetzt wieder abhauen. Gegner voraus, ja, auf jeden Fall. Richtig widerlich. Projektilwaffen versuchen, ja, habe ich keine mehr. Wir müssen dringend gleich mal an einen bekannten Ort der Gnade wandern. Alter, wo sind wir denn hier? Alter, was? Zeit für diese Karte, daher Gnade suchen. Hier. Wo sind wir denn jetzt? Das zählt wohl tatsächlich noch zu dem Anfangsgebiet. Verrückte Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das sieht ja richtig abartig aus. Hier hat sich wohl die Fäulnis über das Land gelegt. Oh mein Gott, was ist das? Da unten sind irgendwelche leuchtenden Spuren im Boden. Ich habe hier keine Ahnung. Ich bin etwas hardcore verwirrt. Guck mal, seht ihr da diese leuchtenden Spuren?
Ich weiß nicht so genau, was hier abgeht, aber ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt... Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier weitergehen. Wir können hier erstmal ein bisschen weitergehen, weil es sieht ja eigentlich ganz lustig aus. Sehr tödlich, aber auch irgendwie lustig. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne noch ein Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.